Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und der Start einer neuen alten Videoreihe Full Face Only Using. Ich werde in den kommenden Wochen, vermutlich Monaten, je nachdem was so alles passiert, eine neue Videoreihe starten für euch und zwar die 2020er Edition, wo wir nur Produkte von einer bestimmten Marke in einem bestimmten Make-up testen. Es wird ein Wechsel zwischen Drogerie und High-End geben und ich möchte das Ganze mit einer der beliebtesten Drogeriemarken hier in Deutschland beginnen und das ist Essence. Ich war eben gerade um 7.02 Uhr bei Rossmann und habe einige neue Produkte gekauft, auch aus dem neuen Sortiment. Es kommt ja immer was Neues rein und ich glaube, einmal im Jahr so eine Full-Face-Reihe ist eine gute Sache. Letztes Jahr habe ich das gemacht und es war ein Riesenerfolg für euch und für mich und deswegen möchte ich das Ganze heute weitermachen. Eine Sache möchte ich mit euch aber noch besprechen und zwar, wir haben alle im Moment sehr, sehr, sehr viel Zeit und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe im Moment einfach nur Lust auf Sofa und Serien gucken. Und bei Sky bin ich dann auch fündig geworden. Es ist eine ganz, ganz besondere Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, weil ich bin mit dieser Serie aufgewachsen tatsächlich. Das ist The L-Word Generation Q. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Serie kennt. Das war Anfang der 2000er eine richtig beliebte Serie. Und jetzt gibt es das Ganze nochmal in der neuen aktuellen Version. Drei der alten Hauptcharaktere sind auch mit dabei, da habe ich mich ganz besonders drüber gefreut. Es geht um LGBTQ+-Frauen in Hollywood. Weswegen ich euch das empfehle ist, ihr wisst, ich repräsentiere die LGBTQ-Community auch zu einem Teil und ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Leute aus der Community hier habe. Das ist eine super unterhaltsame Serie. Regt zum Nachdenken an, man hat Spaß dabei. Das ist so ein bisschen nostalgisch. Ich schaue ja eigentlich den ganzen Tag eh schon immer irgendwie Serien, vor allem abends, wenn Danny mit dabei ist. Sex and the City, Game of Thrones haben wir jetzt auch endlich mal angefangen. Aber ich bin auch ein Freund von Filmen und ich möchte das Ganze gerne ein bisschen schärfer sehen. Und da gibt es jetzt was ganz Tolles und zwar Sky Q. Ich möchte das Ganze auch nicht verschweigen. Sky hat mich gefragt, ob ich mit euch darüber reden möchte. Und da ich eh schon ein riesengroßer Freund von Sky bin, habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Es gibt die neue Serie dort auch. Und was ganz toll ist, es gibt ein Angebot gerade für 24,99 € monatlich, wo ihr aktuelle Serien von Sky sehen könnt, aber auch von Netflix. Da sind Filme wie der neue Spider-Man, der neue Tarantino. Also es gibt alles mit dabei, Detektiv Pikachu, so cute. Und was ich ganz, ganz besonders toll fand bei der Aktion, ist, dass wenn du schon ein Netflix-Abo hast, dann ist das gar nicht schlimm. Sky Q wird automatisch mit zusammengelegt. Und deswegen sagen sie im Moment ja auch, dein Fernseher kann mehr. Sky Q und Netflix werden dann einfach zusammengelegt. Und ich habe dir das Ganze einmal unten in der Infobox verlinkt. Meine Empfehlung ist The L-Word. Das ist die Serie, die ich gerade im Moment schaue. Ihr habt es bestimmt schon auf Instagram gesehen, wenn ich abends mit Danny auf dem Sofa sitze und wir ein bisschen Serien gucken. Also ein richtig, richtig cooles Angebot für euch. Gilt nur noch bis Montag. Deswegen habe ich das Video jetzt auch heute hier für Freitag gemacht, weil ich dachte, das ist eine richtig coole Aktion für euch. Einfach, wir haben jetzt noch die Zeit, uns gut gehen zu lassen und ein bisschen Serien und Filme in hoher Qualität zu schauen. Ich habe euch alles einmal unten in der Infobox verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Und jetzt, Freunde, wir brauchen etwas in meinem Gesicht. Ich war ja soeben bei Rossmann und habe einige Produkte gekauft und ich möchte mit Primer anfangen. Manche Produkte kennt ihr schon. Mein Rossmann hier hatte nicht die komplette große Theke, sondern nur eine kleine. Ein paar Produkte hatte ich hier. Ein paar habe ich jetzt aber auch eben neu für dieses Video gekauft. Und deswegen freue ich mich, dass ich dann auch immer so tolle Unterstützung habe wie von Sky Q, dass sie mir einfach ermöglichen, diesen Content für euch zu produzieren. Denn es kostet einfach alles auch Geld und da ist Sky wirklich ein toller Partner, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Ich möchte als erstes Prime und ich habe mir das schon auf die Hände gegeben und ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Das ist von Essence, der Hydrating and Perfecting Primer. Sieht einmal so aus, kommt in dieser kleinen Flasche, ist vegan, steht sogar hinten drauf und der soll einen Lichtschutzfaktor von 20 haben. Ich sage es euch immer natürlich nur einmal vorab, ich weiß es nicht. Der soll Poren verfeinern und Feuchtigkeit spenden und man soll ihn kräftig schütteln. Und davon gebe ich mir jetzt einfach so erstmal so einen kleinen Klecks auf meine Hand. Also First Impression, dadurch, dass Lichtschutzfaktor mit drin ist, sieht man auch, dass er so ein bisschen weißlich ist. Meistens verschwindet er aber. Der riecht nach fast nichts und fühlt sich sehr weich an. Also so wie so Pore Blurring Primer,
gemischt mit feuchtigkeitsspendendem Produkt. Ich kann natürlich jetzt keine Langzeit-Reviews zu den Produkten geben, sondern es ist eher so ein First Impression. Manche Produkte kennt ihr schon, manche noch nicht. So sieht das Ganze einmal sehr, sehr schön aus. Und wir machen weiter mit Foundation. Und ich bin gespannt. Ich habe sie, glaube ich, schon mal benutzt. Das ist die Essence Stay All Day Foundation. Das ist ein Longlasting Make-up. Ich habe es jetzt in der Farbe 30. Das ist die dunkelste, die es bei mir in der Drogerie gab. Soll langanhaltend sein, eine leichte Formulierung und besonders Hautfarbe. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen hier auf meine Mischplatte gegeben und fange an, wie immer, eine halbe Seite meines Gesichts damit abzudecken. Die Foundation ist ein bisschen pastiger. Color Match. Also tatsächlich finde ich die ein bisschen dunkel sogar gerade, aber das ist nicht so schlimm, weil normalerweise sind wir zu hell. Dann nehmen wir heute mal lieber dunkler. Also auf jeden Fall bin ich gerade etwas sprachlos über die Deckkraft. Ihr könnt sehen, hier mein Augenschatten ist hier komplett weggecovert schon. Alles super, super ebenmäßig und ich hole euch auch gleich, bevor ich sette, ein Stückchen näher ran. Wie wunderschön diese Foundation auf meiner Haut sitzt. Also ihr seht, sie hat so einen ganz leichten Glow. Mega, mega schön. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe euch die Preise einmal eingeblendet. Es ist Essence, ne? Also es ist nicht teuer. Richtig wunderschöne Foundation. Ich bin ja generell im Moment so ein bisschen auf, also was heißt im Moment? Darauf besteht mein ganzer Content aus Drogerie. Aber ich stelle halt auch immer wieder fest, wenn ich diese Vergleiche zu High-End-Make-up mache, die Drogerie ist der Hammer. Also wirklich, dieses Finish gefällt mir richtig gut, außer meine Haare. Iconic, ich hole euch ein Stück ran. So seht ihr das Ganze auch einmal von Nahem. Dieser Glow, der auf der Haut ist, das sieht aus wie saftige Haut. Aber ich sage das gefühlt in jedem Video, aber dieses Finish ist eines der schönsten Finishe, ungesettet zumindest, die ich hier habe. Es trocknet ganz leicht an. Hier seht ihr schon, da wo ich zuerst aufgetragen habe. Aber es sieht immer noch wunderschön aus. Ich hoffe, dass die Foundation lange hält. Ich schreibe euch das einmal unten in die Kommentare. Ich teste sie heute dann auch nochmal. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr die Foundation habt, wie ihr dazu steht. Das ist immer eine super Hilfe, dass wir gemeinsam so eine kleine Review abgeben können. Okay, machen wir weiter mit Concealern. Und da habe ich zwei gekauft, weil ich war mir unsicher bezüglich der Farbe. Das ist einmal der Camouflage Concealer. Leider in matt. Es gibt den auch in Hydrating, glaube ich. Gab es bei mir aber nicht. Ich habe aber noch passend zu der Foundation den Concealer genommen. Und der ist sehr, sehr hell. Das ist der Stay All Day 16 Stunden Concealer. Und das ist der andere. Ich habe beide gekauft, damit ich so ein bisschen mischen kann. Ich möchte als erstes den Camouflage Matt Concealer benutzen. Den mag ich sehr, 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 sehr gern. Also das ist ein toller Concealer. Ich weiß noch nicht, wie die Farbe ist. Deswegen tragen wir uns den erst einmal auf. Ja, der ist sehr dunkel. Gib den erstmal so ein bisschen hier hin. Einfach um die Deckkraft zu haben und toppe das Ganze dann mit dem helleren Concealer. Der hat ein kleineres Füßchen. Okay, der ist wirklich hell. Gut, dass ich die beiden gekauft habe. Und dann blenden wir das Ganze einmal ein. Bin gespannt, wie die sind. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo Essence gefühlt nur dieses Clear Eyebrow Gel hatte? Eins meiner absoluten Favoriten damals und auch eins meiner ersten Make-up-Produkte, die ich überhaupt jemals hatte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches euer erstes Essence-Make-up-Produkt war. Das sieht phänomenal aus, Freunde. Und seht ihr, wie frisch und glowy meine Haut immer noch ist? Also diese Kombination aus Primer, Foundation und Concealer, wow, ich bin sprachlos. Ich möchte das Ganze recht schnell setten. Und ich habe leider kein loses Puder von Essence gefunden. Ich habe jetzt hier einmal das Mattifying Powder in der Farbe Soft Beige. Das kommt einmal in so einem ganz normalen Compact. Und ich würde jetzt einen fluffigen Pinsel von Essence nehmen, hier einmal reingehen. Ja, könnte ein bisschen dunkel sein. Und dann sette ich ganz leicht unter meinem Auge, einfach, dass der Concealer nicht so doll verrutscht. Ich sette nicht ganz so gerne mit Kompaktpudern unter meinem Auge, weil ich finde, das sieht dann immer so ein bisschen... ja, crusty aus, schnell, aber ich habe meinen Spiegel umpositioniert. Ich hatte euch gestern bei Instagram gezeigt, dass mein Studio sich so ein bisschen verändert hat. Unter den Augen sieht das... Freunde, was ist hier los? Essence... also, das ist nicht von Essence gesponsert. I wish... crazy, wie weich meine Haut aussieht. Ich erinnere mich an diese Mattifying Puder von Essence, dass die immer sehr schnell cakey aussahen. Aber wenn man mit so einem Puderpinsel hier einmal leicht rüber geht und es nur ganz leicht ansettet, wunderschön.
Wow, ich mache gleich weiter mit Contouring. Das Produkt hatte ich hier schon und das gibt es aber immer noch in der Theke und das ist diese Contouring-Palette. Das ist einer der besten Contouring-Produkte, die es auf dem Markt, finde ich, aktuell gibt. Ich nehme jetzt auch denselben Pinsel. Ich habe jetzt hier nämlich so ein bisschen Puder noch dran und mische die beiden Farben und setze mir das dann hier hin und blende mir das dann so ein bisschen rein. Einfach nur für so eine ganz leichte, kühlere Note. Aber stopp, das ist noch nicht ganz gesettet da bei mir. Ja, ist jetzt leider ein bisschen fleckig geworden, aber das liegt daran, dass ich die Base nicht richtig gesettet habe. Ansonsten ist es eins der besten Puder. Also, das habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Ich verblende das Ganze jetzt nochmal hier so ein bisschen mit. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Ich möchte auch gleich ein bisschen Blush auftragen, Freunde, weil ihr wisst, Blush und ich, ne? Wir sind die Besten. Ich habe hier den The Blush in der Farbe Be Fitting 010 ausgesucht. Und auch hier nehme ich wieder einen Essence-Pinsel. Das ist aus dieser Crystal LE. Die sind super. Die sind krass pigmentiert und halten den ganzen Tag. Das setze ich mich hier hin. Und der Grad zwischen man sieht noch nichts und das ist zu viel Blush ist sehr, 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 sehr einfach überschritten. Vor allen Dingen bei mir, ihr wisst das. Ich blende mir das Ganze auch hier so ein bisschen hin. Bisschen an die Nase. Und cute. Highlighter, Freunde, darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Und da gibt es auch ein neues Produkt. Das ist die Choose Your Glow Highlighter Palette. Hier sind, hoppala, drei Farben drin und ein richtig krasses Packaging. Also, das ist extrem schwer. Der Spiegel ist super, super groß. Und wir haben drei Farben drin: einmal Candle Lit Glow, dann haben wir Major Glow und Summer Glow. Ich glaube, ich gehe, weil ich jetzt so ein bisschen dunkler bin, auch in die Farbe Summer Glow. Und mische das so ein bisschen mit Major Glow. Klopfe ab und platziere mir das. 4 Euro noch, was hat die gekostet, ne? Schaut euch mal meine Base an, Freunde. Ich fasse es nicht, wie schön diese Base aussieht. Wow, Essence, crazy. Ich hab noch was anderes. Ein Bronzer, den hatte ich so noch nie gesehen. Das ist der Matte Bronzer. Sun Club Matte Bronzing Powder. Ich habe ihn jetzt für Darker Skin genommen. Der hat ein wirklich wunderschönes Pressing. Könnt ihr das sehen? Das ist so eine Sonne. Oh Gott, der riecht wie der Marc Jacobs Bronzer nach Kokosnuss. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel, gehe hier ganz leicht rein, klopfe ab und dann setze ich mir das nur noch hier so ein bisschen hin an meine Schläfen. Er riecht wirklich schön. Also, oh, meine Haare, Santa Maria, wie macht ihr das mit den Haaren, wenn ihr sie im Gesicht habt? Schöner Bronzer, ist nicht zu warm. Ich kann mir den auch gut aufbauen. Also es ist jetzt nicht zu viel Bronzer, sondern ich kann es genau platzieren und dann schauen, wie viel ich haben möchte und wie viel nicht. Ich habe zwei Augenbrauenprodukte gekauft und das ist neu. Das ist das Make Me Brow. Da sollen so Eyebrow Filling Fibers mit drin sein. Ich würde da jetzt einfach mal durchgehen. Ich habe das in der Farbe Blondie Brows. Es gab das auch noch dunkler, aber da hatte ich Angst, dass es zu dunkel ist. Okay, und das ist zu hell. Also ja, es hat auf jeden Fall diese kleinen Härchen mit drin und gibt dem Ganzen dann dadurch auch so einen etwas buschigeren Effekt. Und ich kann das schön nach oben bürsten. Für mich reicht die Farbe jetzt aber nicht. Und ist auch ehrlich gesagt etwas hell. Für Blonde vielleicht gut, für mich leider nicht, liegt aber an der Farbe. Also es ist auch nicht so viele Klümpchen mit drin von diesen Haaren. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen Augenbrauenstift gekauft. Ist so ein Staple, ne? Also kostet vielleicht 1 Euro. Und dann kann man sich damit hier so ein bisschen die Lücken auffüllen und die Augenbraue definieren. Auch den habe ich etwas heller genommen, weil ich es einfach mag, wenn die Augenbrauen heller sind im Moment und nicht ganz so dunkel. Ich finde, das gibt dem Gesicht einen natürlicheren Rahmen. Kommt ausreichend Farbe ab. Ich mag die Dinger gerne und also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Benefit-Produkt, nehme ich immer das Benefit-Produkt, weil ich einfach weiß, wie sie performen und ich mag sie gerne, ist Gewöhnungssache. Wenn ich aber, irgendwie weiß ich nicht, ich komme gerade von irgendjemandem von einer Partynacht nach Hause und ich habe ausgerechnet meine Augenbrauenprodukte vergessen, renne ich schnell in die Drogerie und hole mir dieses Ding. Also es reicht völlig aus und sieht sehr, sehr schön aus. Freunde, und weiter geht es mit einer Lidschattenpalette. Ich glaube, ich hatte die nur einmal so leicht angedeutet. Und das ist die The Nudes Palette Pretty in Nude. Das sind sehr neutrale Farben. Das Ganze gibt es auch noch in so Bärentönen. Und diese große neue Witchside Palette, die hatte ich euch in meinem letzten Video bei Essensneuheiten einmal gezeigt. Wir benutzen jetzt diese Palette und ich möchte nochmal diesen Look nachschminken, den ich
in einem meiner letzten Videos geschminkt habe, weil der mir so gut gefallen hat. Was ich bei diesen Paletten nicht mag, ist die Fännchen. Ich mag diese länglichen Fännchen nicht, weil ich finde, das wird immer so unordentlich. Und damit gehe ich jetzt einfach in meine Crease. Die hat ein bisschen Kickback, die Palette. Finde ich, wie gesagt, nicht schlimm. Ich sage es einfach immer wieder. Und ihr habt ja auch gesagt, das stört euch nicht. Aber ihr freut euch, wenn ich es euch sage. Deswegen sage ich euch jetzt auch immer weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Palette schon mal getestet hatte. Hatte ich die getestet? Ich glaube ja. Die erinnert mich so ein bisschen an die, die ich euch neulich gezeigt hatte beim Full Face Limited Edition. Schöne, neutrale Nude-Töne, mit denen man gut arbeiten kann. Man muss sich so ein bisschen konzentrieren. Einfach, dass das alles ebenmäßig wird. Mein Lid ist aber auch wieder nur so halb gesettet. Aber ihr seht, schöne Farbe auf jeden Fall mit drauf. Ich würde mir in der Palette noch eine andere Farbe wünschen. Ich finde so diese Grautöne sind so ein bisschen unnötig. Weil, also ein Smoky Eye würde ich mit der Palette nicht schminken, also dieses klassische Smoky Eye. Alexa, danke. Sie hat mich gerade... Alexa, stopp! Sie hat mich gerade an etwas erinnert, was ich euch gleich bei Instagram sage, beziehungsweise habe ich es ja euch schon gesagt. Okay, die Farbe habe ich einmal aufgetragen. Ging gut, ging einfach, ging flott. Ich nehme jetzt wieder so einen angeschrägten Pinsel und gehe in das dunkle Braun. Und schade, dass da kein Spiegel drin ist. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Und... boom. Schaut euch mal an, wie schnell und einfach dieser Wing mit dieser Palette ging. Die Farbe ziehe ich mir jetzt auch wieder hier rein. Oh nein! Wieder hier. Und dann blende ich das Ganze wieder aus. Ich liebe diese Lidschattentechnik im Moment einfach so sehr. Und ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Schaut mal, ich kann das gleich mit dem Pinsel verblenden. Und dann gehe ich hier einfach rüber und blende mir so ein bisschen die Kante aus. Also das ist eine sehr schöne Palette für genau diese Looks, für diese neutralen Alltagslooks, für etwas Schlichtes. Ich ziehe mir auch gleich noch einen Eyeliner. Sehr schön. Ich gehe hier unten auch gleich mit der Farbe an meinen unteren Wimpernkranz. Und dann nehme ich meinen Finger und gehe in dieses Gold hier und packe mir das auf mein Lid. Und blende das Ganze so ein bisschen hier rein. Das ist ein sehr, sehr schneller Look, ne? Also es ist jetzt nicht ganz so präzise, wie ich es mir gewünscht habe, aber ziehe mir das nochmal so ein bisschen in die Crease rein. Ging super, super flott. Freunde, ich mache einmal ganz kurz Eyeliner rauf. Freunde, seht ihr, dass ich geübt habe, Eyeliner zu ziehen? Ja, außer auf der Seite, wobei es ist okay. Okay, besser wird der Eyeliner nicht. Ich glaube aber, ihr wisst, in welche Richtung ich mit dem Look wollte. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen in die Kante und verblende das Ganze hier. Und würde jetzt einmal Mascara auftragen. Und da habe ich hier diese Panda Eyes, Bye Bye Panda Eyes Mascara. Die ist gigantisch. Ich liebe dieses Bürstchen. Und damit gehe ich einfach hier so ein bisschen durch und verdichte meine Wimpern. Es ist sehr viel Eyeliner, habe ich gerade das Gefühl. Aber ist okay. Wunderbar. Ich brauche einen Kajal. Auf meine Lippen kommt ein Liquid Lipstick. Das ist der Stay 8 Hour Matte Liquid Lipstick in der Farbe Duckface. Okay, da kommt extrem viel Produkt runter. Die trocknen sehr matt an, Freunde. Sehr matt. Deswegen habe ich noch einen Gloss. Ich lasse das Ganze einmal trocknen und wir sehen uns gleich wieder. Das ist eine sehr, sehr schöne Nude-Farbe. Ich finde allerdings, dass sie wirklich recht matt runtertrocknen. Deswegen gehe ich jetzt noch den Shine 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 Gloss rüber. In der Farbe Peaches and Cream. Das ist einmal der fertige Look, Freunde. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Full Face Only Using Essence. Ich setze euch die Produkte einmal unten in die Infobox. Freunde, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Schaut unbedingt in der Infobox nach dem Sky Q Link und schaut dort gerne mal vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.